So, einen wunderschönen guten Abend. Da bin ich wieder. Es wird jeden Augenblick das Bild wechseln. Jetzt, das mache ich jetzt ganz schnell für euch. Sonst nehme ich mir dafür ja noch ein Minütchen Zeit, aber in dem Falle mache ich das jetzt fix. Eben weil das jetzt so spontan ist. Also wie gesagt, ich werde mit dem Besitzer des Spiels ursprünglich nochmal rüber reden, wie man das wechseln kann, dass er das wieder zurückkriegt. Wenn es geht, wenn nicht, dann überweise ich dem 5 Euro. Das sei respektabelweise gesagt. Da haben wir es doch. Ha. The Legend of Zelda, Twilight Princess. Wir spielen heute eine gute Stunde. Noch eine gute Stunde spielen wir und dann habe ich in den letzten 10 Minuten euch noch was zu sagen. Wir haben das letzte Mal aufgehört in der Schneeregion. Da haben wir dem Ehepaar geholfen. Das waren ja zwei Yetis. Denen haben wir geholfen, aus der Misere, die sie da hatten, rauszukommen. Die Frau war krank. Wir haben dem Mann geholfen, dass der eine gute Suppe zubereiten kann, dass es der Frau gut geht. Und wir haben dann die Frau am Ende auch gerettet. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Denn unser Ziel ist es, alle vier Schattenspiegelscherben sozusagen, ich weiß nicht, ob das Scheiben oder Scherben heißt, zu sammeln. Zwei davon haben wir ja schon. Eins ist noch im Hain, in der Nähe des Master Swords, des Master Schwertes, und der andere ist in den Wolken. Jetzt ist natürlich die Frage, wo soll ich hin? Ich frage zuerst einmal Midna. Nur noch zwei Spiegelscherben. Es heißt, sie befinden sich irgendwo in einem heiligen Hain und irgendwo in den Wolken. Sammel diese Scherben und füge den Schattenspiegel zu seiner ursprünglichen Form zusammen. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Wir lassen uns einfach nach Hyrule teleportieren und gehen in die Taverne zu Thelma. Thelma wird bestimmt wissen, wo wir hin sollen. Kommt jetzt schon wieder der Postbote? Ey, das geht ja jetzt nur noch in einer Tour hier. Och, hallo Hans, ich habe eine Post für dich. Ich habe hier zwei Briefe für dich. Warum wiederholt er sich eigentlich? Also, das wäre erledigt und ab die Post. Und wieder ein Hallöchen an den Live-Chat. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Hyrule ist immer noch verbuggt. Dadurch, dass die Karte mittlerweile so riesig ist. Zum Glück haben wir ja eine Teleportation. Wir müssen jetzt zu Thelma. Thelma war ja irgendwo unten im Süden. Wobei, warte mal, wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich? Wo sind meine Rubine? Ich habe ja schon wieder 600 voll. Ich habe viel zu viele. Ich glaube, ich kann die restlichen jetzt spenden. Ich habe das letzte Mal schon 400, 500 gespendet. Je weiter ich bin, ich habe jetzt den fünften Tempel gemeistert. Das war der Waldtempel zuerst, den Feuertempel, den Zorat, den Wassertempel. Die Wüstenburg haben wir abgeschlossen und jetzt waren wir im Eisgebiet gewesen. Als nächstes müssen wir entweder zum Heiligen Hain und oder zu den Wolken. Und anschließend kommt, denke ich mal, Ganon oder so. Ganon, klingt wie Kanon. Noch eine kleine Spende für den Frieden in Hyrule. Na komm, spenden wir unser ganzes Geld. Ich brauche das eh nicht. Verschwendung. So. Wie viel will der eigentlich? Ist mir egal. Komm, nimm einfach alles. Ich kann nur 50er spenden, also dauert das ein Stück. Bitte Wörter für den Frieden. Und dann kommt der Liebe zu. Naja, die Liebe möchte ich erstmal sehen. Bitte Wörter für den Frieden, bla, und vielleicht eine kleine Spende. Achso. Oh, jetzt passiert was.
Du erhältst ein Erzteil. Sammle drei weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. Wow. Was passiert jetzt, wenn ich mit dem nochmal rede? Dein Gebet wurde erhört. Bewahre diesen Körper, den dir der Himmel geschenkt hat. Och nö. Wir haben doch jetzt bestimmt 1000 Rubine in den Typen investiert für ein doofes Herzteil. Wirklich nur für ein Herzteil. Nö, das sehe ich gar nicht ein, das ist gemein hier. Wenn wir einmal beim Geld verschwenden sind, dann lasse ich mir gleich für 10 Rubine die Schuhe putzen. Wenn wir schon einmal ausgeben, dann richtig. So, jetzt glänzen sie wieder. Jawoll. Funkelgeräusche gibt's auch dazu. Supi. Mal gucken, was Thelma zu sagen hat. Oder einer ihrer Kollegen. Es ist ja jetzt jedes Mal jemand anderes. Noch ist der Gelehrte übrig und der Typ. Glaube ich. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilja? Ich bin sicher, Leonard wird eine Methode finden, ihre Erinnerungen zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich erst einmal mit Moe treffen. Du triffst ihn in den südlichen Wäldern von Hyrule. Er kundschaftet dort die Gegend aus. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Das ist doch schön. Aber da waren wir bestimmt schon gewesen. Genau. Nee, hä? Moe sollte sich in dem heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. Der heilige Hain. Aber was will der hier? Weil. Na gut. Das kommentiere ich nicht. Wir gehen einfach hin. Ich glaube, das wird jetzt der einfachste Way. Der. Das, also. Der Weg mit der kürzesten Vorbereitung sozusagen. Wir hatten jetzt zum Eis haben wir ja einiges vorher machen müssen. Kann ich mich von hier aus warpen? Ja. Ach stimmt, wir sind ja in irgendeiner Gasse hier. Es ist ja keiner. Wir können. Ach genau, wir sollen zum Hain. Da. Wir waren ja schon im Heiligen Hain gewesen. Da hat man doch das Masterschwert rausgeholt. Aber jetzt sind wir ein Stück davor. Zum Mensch werden. Na klar, da freue ich mich schon. Ach, da steht er ja auch schon. Aber ich glaube jetzt, ich habe die Vermutung, er geht jetzt genau den Weg, den wir schon mal gegangen sind. Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Ich kenne das doch schon. Zeigt mir das nicht nochmal. Sag mal, jenseits dieses tiefen Tales, dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt ist. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemand gelingen würde, dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Hans, willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Ja, eine andere Wahl habe ich ja nicht. Das geht ja nur getreu dem Motto. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Dein Partner? Och, ein goldenes Hühnchen, hä? Mach dich nicht über ihn lustig. Hab ich aber. Er hat jetzt gesteinigt. Wobei, man soll über die Hühner in Oka in The Legend of Zelda nicht lästern. In Ocarina of Time greifen sie einen nach der Zeit an, wenn man sich schlägt. Also Vorsicht walten lassen. Hühner, das ist auch so eine seltsame Tradition in The Legend of Zelda Spielen, oder? Gehören so neben Hylianern eigentlich immer zum Petto. Die gibt's eigentlich in jedem Teil. Also ich kenne kaum einen, wo es die nicht gibt. Mach dich nicht über ihn lustig, er fliegt sich wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht, du wirst schon sehen.
Ja, du stehst mir aber im Weg. Aufheben. Willst du mich jetzt eigentlich vergackeiern hier? Aber wirklich vergackeiern. So. Ach, das ist das, was wir als Wolf schon mal gesprungen sind. Hier fehlt eins. Ich könnte schwören, hier fehlt eins. Hier war doch noch mal eins da. Warte, wir brauchen jetzt erstmal unseren Wind hier. Den habe ich ewig lang nicht mehr genutzt. Man verwandelt sich in Twilight Princess in eins. Also wir verwandeln uns, glaube ich, nur einen Wolf. Gab's eigentlich andere, gab's abgesehen von Majora's Mask eigentlich andere Legend of Zelda-Teile, wo man wirklich eine richtige Veränderung so am Aussehen vorgenommen hat? Also, wenn man den Altersunterschied in Ocarina of Time jetzt mal rausnimmt. Also, ich kenne da weniger. Vielleicht ist das nur eine falsche Eigeneinschätzung. Wenn ich drauf. Das lasse ich mir jetzt natürlich nicht nehmen. Ich kann es nicht schlagen. Moment. Ich kann nicht auf das Huhn schlagen. Toll. Ach, dann nehme ich dich einfach so mit. Und das Huhn ist weg. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, werde ich mal versuchen. Ach, jetzt haben wir das Vieh schon wieder da. Oh, nö. Ich musste den doch schon besiegen, als wir Wolf waren. Warum müssen wir den ganzen Weg jetzt nochmal laufen? Das ist doch gemein, oder? Nö, ihr könnt mich jetzt hier mal kreuzweise. Ich folge dem Typen diesmal. Kann ich nicht einfach so den Weg hinlaufen? Ich kenne den Weg doch jetzt schon. Nee, das Tor ist verschlossen. Ach komm. Aber dabei sehe ich gerade, dass man hier mit einer Lampe etwas anzünden kann. Ich hoffe auf. Oh! Ein Ergebnis. Scheint nicht der Fall zu sein. Da scheint es zu sein. Also machen wir uns wirklich den ganzen Weg wieder wie vorher. Aber hatten wir echt keinen Teleportationspunkt zu diesem Ort? Warum eigentlich nicht? Ich war anscheinend so doof und hab den nicht mitgemacht. Er ist weg. Es ist eben genau derselbe Weg. Genau derselbe Weg. Da oben ist so ein Nachtgeist. Mal sehen. Ich habe das auch schon wieder teilweise vergessen. Wir sind ja hier irgendwo. Das hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit den verlorenen Wäldern in Ocarina of Time. Ich kann ja so viel von Ocarina of Time reden, denn wer mich schon länger verfolgt hat, das ist jetzt auch schon echt ein Stück her, wenn ich da gerade dran denke. Wir hatten schon mal Ocarina of Time gespielt. Aber ich habe nochmal vor, Ocarina of Time durchzuspielen. Aber nicht das normale, sondern das Master Quest. Das wurde sich auch gewünscht. Und kommt auch mit auf die Liste. Aber vorher kommt Majora's Mask dran. Majora's Mask wurde sich auch gewünscht, wie Ocarina of Time Master Quest. Aber Majora's Mask kam eher. Und was zuerst kommt, das wird, also wird sozusagen belohnt. Also.
Ich denke mal, das wird das nächste Projekt nach The Legend of Zelda sein. Ich würde nicht zwei gleichzeitig laufen lassen, das werdet ihr bestimmt verstehen. Zwei Projekte in der Art gleichzeitig laufen zu lassen, ist dann doch doof. Ich nehme mir dann ein neues Projekt. Okay, hier kam ich her. Ach, jetzt ist der Weg offen. Okay, jetzt haben wir doch was erspart bekommen. Und jetzt kommen wir hier nicht weiter. Jetzt müssen wir doch hier nochmal hoch. Ich kann hier was anzünden. Hab ich das nicht? Ah, nee, das konnte ich ja letztes Mal nicht machen. Mal sehen, was da drin ist. Oh, 30 Bomben, aber ich brauche keine Bomben. Danke, 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 aber. Ah, jetzt hat er die Dinge ausgerüstet. Ist der hier? Dort? Wie soll ich da hinkommen? Okay, falsch. Vielleicht soll ich da gar nicht hinkommen. Ich schieße ihn einfach ab. Schießen ab. Buch. Und wieder aufgestanden, weiter geht's. Hauptsache, wenn ich getroffen werde, ich fliege 30 Meter nach hinten und absolute Probleme wieder aufzustehen. Da werde ich noch 30 Mal getroffen, bevor ich weiterkomme und lauter so ein Käse. Ja, jetzt können die auch schwimmen oder was? Schwimmen und schlagen, ne? Und ich komme gerade so voran. Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen, mir das in den Schatten noch zu besiegen. Haben eine weitere Geisterseele gefunden. Ich weiß gar nicht, mache ich alle? Es scheint auch sehr viele zu geben von diesen Geisterseelen. Hoffentlich nicht 100. Was ist 100? Ist auch so eine magische Zahl. Gibt es ja die Skulltula, die man Ocarina of Time sammeln kann. Das sind auch 100 Stück. Habe ich, glaube ich, nie in meinem Leben gemacht. Es gibt so einiges, was ich in den Legend of Zelda Teilen nie gemacht habe. Und da reiht sich das mit ein. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, 100% war in Majora's Mask alle Masken sammeln. War eine Kraftanstrengung. Aber das hat dann doch funktioniert. Wenn auch relativ mehr schlecht als recht. Ich hole mich immer noch nicht weiter. Och, jetzt gehen die mir oben auch noch auf den Keks. Jetzt gibt es hier wirklich 30 verschiedene Wege. Boah. Ist der hier? Nee, hier kam ich ja schon her. Ach, das ist doch gemein hier. Jetzt dauert das noch ewig, 3 Tage, bis ich den finde. Weil den hört man nicht trompeten. Wenn der wenigstens neue Leute ruft und dann trompete, dann hätte ich wenigstens einen Hinweis. Aber hier gibt es keinen Hinweis. Weil hier komme ich ja auch nicht weiter. Oder dass sich irgendwo hinter einem Baum versteckt. Weil das wäre jetzt echt gemein. So, machen wir euch mal alle schnell kalt. Ich möchte mich mal ein bisschen mehr umgucken. Jetzt gucke ich jetzt hier nochmal überall lang und gucke nochmal oben. Jeweils oben, wo er ist oder wo er sein könnte. Hier ist auch nicht. Hier war ich ja schon. Ich gehe mal hier hin. Hier bewegt sich was.
Ich könnte schwören, dass sich hier gerade was bewegt hätte, ein Licht. Aber hier kann ich nichts weiter machen. Doch, ich kann hier hochklettern. Aber mehr ist es ja auch nicht. Nein, hier ist nur der Baum. Nee. Ach so, ich dachte, die sind gerade runtergekommen vom Baum. Das ist ja putzig. Ah, die Karte. Ich habe keinen Anhaltspunkt mehr. Hä, ich habe doch ein Licht gesehen. Ich könnte tiefst schwören, dass ich hier ein Licht gesehen habe. Ich werde einfach zum Wolf. Vielleicht finde ich den da so schneller. Vielleicht hört er mich dann dadurch nicht, weil ich leichter bin. Ich gehe nochmal hier hoch. Ich gehe jetzt wirklich jeden Raum ab. Vielleicht habe ich auch einen übersehen und gehe die ganze Zeit dran vorbei. Okay. Aber hier kam ich ja her. Hier komme ich leider nicht weiter. Ich frage mich davon, was das Licht immer kommt. Und plötzlich ist das Licht weg. Ach, da oben. Ey, wenn pfeift mich ein Schwein. Wie gemein ist denn der versteckt gewesen? Jetzt komme ich auch hier hoch. Jetzt macht das Sinn. Ja, genau. Ey, da muss man jetzt aber auch mal drauf kommen, ja. Wo der sich versteckt hat. Ich meine, hoch oben auf der Baumkrone. Weil wo wir noch ein Wolf gewesen sind, ist der noch unten irgendwo rumgelaufen. Oder wenigstens irgendwo, wo man sehen konnte. Aber hier sieht man ja nicht mehr. Ich glaube, wir müssen den jetzt noch mal einmal suchen. Und wer weiß, wie gemein das Spiel diesmal ist. Das letzte Mal war der auch hier. Ist er auch wieder hier? Jetzt kam er aus dem Nichts. Was wird denn das jetzt? Ach nee. Knauze, Schnauze voll hier. Jetzt wären es fünf. Die spawnen um den herum. Die fliegen eh runter. So, und abschießen. Nein. Nein. Ja. Super. Alle guten Dinge sind bestimmt 12. Wir müssen den noch einmal abschießen. Bitte, bitte, bitte. Diesmal muss es funktionieren. Oh, was bläst denn der da in die Luft?
Lebt immer noch. Hatte das nicht mal langsam. Es wird wieder hell. Hey, war doch lustig. Du darfst durch zu dem geheimen Ort. Inwiefern gibt es hier im geheimen Heim noch einen geheimeren Ort als das Geheime? Wir waren doch schon mal hier. Uns ist das doch schon allseits bekannt, oder? Nein. Ich erinnere mich, wo wir sind. Ich mache ganz normal das Game, Majora's Mask, denke ich. Es wurde ja, wie gesagt, nur die Idee gebracht, was ich mir als Ziel setze, mache ich ja meist dann spontan vorher. Und dann setze ich mir Ziel und das halte ich dann auch ein. Ich denke mal, wir werden so weit spielen, wie ich komme. Ein paar Masken machen, vielleicht nicht alle. Aber wir machen auf jeden Fall alle Bosse und ich versuche so viel wie möglich zu sammeln, ja. Dialoge zu erleben, die eine oder andere Quest zu machen. So ungefähr auch das Ziel, was ich bei anderen Legend of Zelda-Teilen habe, weil 100% gibt es bei mir eigentlich nicht. Hatte ich schon mal einen 100%-Stream gemacht? Das ist eigentlich sehr selten. Aber das Quiz müssen wir nicht nochmal machen, oder? Das war das letzte Mal so schon so schwer. Der heilige Hain. Hier ist das also. Aber wir waren ja schon mal, nur nicht hier oben. Das ist der Unterschied zum letzten Mal. Wir waren noch nicht hier oben. Wir waren tatsächlich nur unten gewesen. Und das finde ich macht es gerade so spannend. Die Frage ist jetzt, was soll ich hier? Gibt es noch einen Hinweis auf irgendetwas? Eine Spur auf etwas? Hier steht eine Statue, aber mehr auch nicht. Okay, wir gehen noch mal runter. Muss ich jetzt irgendwas besiegen? Oder kommt hier noch mal ein Quiz? Beim Master Schwert war jetzt aber mir auch nichts Bekanntes. Bei der Hain des Master Schwerts. Ich kann zustechen? Oh, der ist verschwunden. Warum verschwindet der jetzt wieder? Okay. Und warum so ist der jetzt da verschwunden? Ich meine, wir haben das Schwert doch schon mal rausgezogen. Dann hätte er doch schon das letzte Mal weggehen können. Ah. Das hat ja noch gefehlt. Oh, 5 Stück oder was? Okay, das ist mir hier als Mensch zu viel. Mach ich jetzt Wolf. Ach du Kacke. Na, sag mal. Ich möchte irgendwas machen. Ja, und jetzt ist natürlich nur der eine übrig geblieben. Und es ist wieder nur einer übrig geblieben. Okay, da besiege ich jetzt erstmal den einen. Ne, jetzt ist er ja hier. Jetzt sind 2 übrig. Super, jetzt haben wir es. Aber es hat mir jetzt alle Herzen gekostet. Alles Leben, was in uns steckte. Zum Glück gibt es dafür auch wieder Herzen als Wiedergutmachung. Gut. Das altbekannte Rätsel müssen wir nicht neu lösen, aber
Wir haben etwas Neues gefunden. Eine Tür. Wollen die mich jetzt flachsen? Die gibt's. Hä? Okay, jetzt lasse ich mich überraschen. Irgendwas Magisches wird jetzt kommen. Darf ich raten? Was Magisches? Oh. Eine magische Tür. War das eine Zeitreise? Das ist ja cool. Und die Musik kennen wir ja schon aus Ocarina of Time, aus der Zitadelle der Zeit. Jetzt ergibt das auch alles irgendwie Sinn, warum das so aussieht, wie es aussieht. Wow. Schön. Das gefällt mir. Ja, das ist schön. Was erwartet uns jetzt hier? Das ist der Raum vom Schwert. Ach du Kacke. Muss man sich mal vorstellen, wie alt das Gebäude gewesen sein muss, damit diese große Kuppel, wie sie ist, mit allem drum und dran einfach verschwindet. Das kommt ja nicht von ungefähr. Faszinierend. Jetzt können wir das Schwert wieder reinstecken. Wie oft soll man das Schwert eigentlich in diesen Sockel stecken? Ach du Kacke. Wo geht das jetzt hin? Dann da. Ist die von uns vorbeigehüpft? Ach, ein magisch versteckter Eingang. Okay, in der Dreiviertelstunde haben wir ja noch Zeit. Mal schauen, wie viel ich mache, weil das sieht mir jetzt nach einem Tempel. Es ist ein Tempel. Ich wollte gerade sagen, das sieht mir nach einem Tempel aus. Normalerweise mache ich das immer zu einem neuen Stream. So ein Tempel. Aber jetzt eine halbe Stunde Stream ist jetzt auch sonst langweilig und nicht gekonnt. Willkommen im Zeitschrein. Also sozusagen der Tempel des Lichts. Das ist im Prinzip das, was Ocarina of Time gefehlt hat. Ein Tempel für das Licht. Das finde ich, hätte das Spiel abgerundet. Warum sieht die Karte unten aus wie ein großer Smiley? Wer hat da bei der Konstruktion eigentlich darauf geachtet, dass es ein Smiley wird? Okay, ach du Kacke. 8 Etagen. 8 Etagen. Hans, findest du nicht auch, dass mit diesen Statuen irgendetwas nicht in Ordnung ist? Bis jetzt waren sie immer auf beiden Seiten die gleichen, also auf beiden Seiten die gleichen Statuen. Aber hier ist nur eine. Ich glaube, hier solltest du dich wirklich auf dein Gespür verlassen. Ja, soll ich wissen, was das hier bedeutet? Ah. Muss ich da vielleicht irgendwas draufstellen? Das funktioniert schon mal. Hier sollte eine stehen, oder? Was ist denn das hier überhaupt? Sieht schwerer aus als ein Topf.
Eigenartig. Kann ich den jetzt hier draufstellen? Was sollte eigentlich passieren? Nix. Hä? Habe ich das jetzt nicht zentristisch genug platziert? Nö. Okay, das hilft mir gerade noch nicht weiter. Wir gehen mal hier hoch. Doch, die Musik ist aber auch unheimlich, oder? Und wer ist jetzt hier? Hey, warte mal. Genau hierher wollte ich. In diesen Ruinen verbirgt sich die alte Technik meines Volkes. Wir sind viel herumgeirrt auf unserer Suche, aber ich glaube, das Ziel liegt direkt vor unseren Augen. Und bald können wir endlich nach Hause zurückkehren. Komm schon. Wir haben es fast geschafft. Hilf uns doch bei der Suche. Du hast Dante wieder getroffen. Aber wer da war? Hä? Wer war der Kopf daneben? Topf. Okay. Ich komme nicht weiter. Ich brauche einen Schlüssel. Was soll denn das jetzt? Ah, da fehlt Licht. Hier kann man noch was mit der Lampe machen. Ich habe übrigens immer noch diese eine Ladung von ganz am Anfang, ja? Die erste Ladung, die ich mir in die Lampe gemacht habe, die hält bis jetzt. Mal gucken, ob wir das schaffen, bis zum Ganondorf, ohne etwas Neues zu holen. Oh, ein Key. Direkt über dem Haupteingang, die nächste Etage. Oder sind die Etagen grundsätzlich nur so klein? Ah, nee, ich weiß noch nichts. Ich sage, was ist das? Ist das eine Spinne? Schwer war sie jetzt nicht, aber eklig war. Die hatte sogar Haare an den Beinen. Oder besser gesagt, Beine an den Haaren. Das war eklig. Oh Gott. Ich glaube, das war gerade ein Fehler, alle Truhen, alle Fässer zu zerstören. Ja, ich glaub's schon. Moment, ich geh nochmal raus. The Legend of Zelda ist doch eines dieser Spiele, wo du rausgehen kannst und wieder reingehen kannst. Und plötzlich ist alles wieder da. Ja, genau. Supi, wir haben doch eine Kiste, die wir aufmachen können. Und da befindet sich 30 Pfeile. Die Pfeile kriege ich ja mittlerweile hier subventioniert von dem Spiel. Also, das ist. Die Pfeile gehören zu den wenigen Gegenständen, die du in Massen bekommst, aber in diesen Massen überhaupt nicht brauchst. Eine Glocke? Das ist irgendwie alles noch eigenartig. Ich bin nur auf das Item gespannt des Tempels. Auf das Tempel-Item gespannt. So. Oh, ich dachte, das Tier ist tot. Wird hier angesprungen. Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Toll. Ich habe hier noch meine Kette. Kann ich die einsetzen, die Kette? Gong. Nee, ihr wollt eigentlich was anderes erreichen. Aber abgesehen vom Gong passiert ja gar nichts. Dann sind jetzt auf einmal. Ah, nee, Moment mal. Wenn ich den runternehme, den Topf, den Krug, die Vase, geht's oben auf. Da habe ich so eine Idee. Wie wäre es, wenn ich von hier aus zerstöre? Sehr gut. Na komm runter. Auf der Treppe duelliert man sich nicht. Okay, man sollte nie vorher abgreifen, ja, aber gut zu wissen, dass die Gegner bis jetzt noch relativ schaffbar sind. Waren das drei, ja? Oh, irgendwas habe ich gerade aktiviert.
Ich weiß nicht, was ist das? Soll ich den jetzt hier auf die Plattform bewegen? Nee. Ich nehme lieber diese zwei Krüge hier, das ist mir seriöser. Und wir machen die Kiste gleich auf. 20 Rubine. Wow, und jetzt kommt die Fledermaus. Um einen schönen noch einen Viertelherzschaden zu machen, ne? Nummer 1. Und Nummer 2 holen wir uns. Ah, ich sehe aber auch im Notfall, wenn wir wieder zurück müssen, haben wir diesen Greifhaken. Wobei eigentlich will ich nicht zurück. Ich möchte nur noch voran und weiterkommen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist wahrscheinlich ein. Sieht irgendwie aus wie so ein Strahl, so ein elektronischer Strahl. Oh. Diese großen Dinger, hoffentlich kann man die so besiegen, wie ich mir das jetzt vorstelle. Abwarten. Und ins Auge. Nein, die laufen immer noch weiter. Was ist das jetzt? Ich nehme das jetzt mal zur Kenntnis. Da ist noch so ein Schattenwesen. Und hier ist eine Echse. Irgendwie gibt es hier nur Echsen in diesem Tempel. Echsen über Echsen. Nicht, dass wir jetzt auch noch zum Echsenmensch werden. Okay, wir gehen mal hoch, weil vieles können wir wahrscheinlich noch gar nicht machen. Anfangs waren die Tempel relativ passierbar. Man konnte eigentlich überall hin. Das war relativ übersichtlich. Aber jetzt so Stück für Stück merke ich, man will bewusst, dass man nur diesen einen Weg geht. Dass man nur sehr wenig machen kann und nicht viel hat. Und da sehe ich, mein Kreisel wird wieder in Einsatz genommen. Ich fand den Kreisel von der Wüstenburg so schön, weil ich das Konzept und die Idee dahinter richtig interessant fand. Was zum Heiligen ist das? Wir werden runter bewegt. Ah, jetzt sind wir im Inneren. Dü, da, 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 da. Einmal durchrennen und hoffen, irgendwas zu treffen. Funktioniert nicht wirklich. Also gezielter angreifen. So. Wow. Jetzt bleib stehen. Gut hier. So. Was sind das überhaupt für eklige Wesen? So, kriege ich jetzt hier irgend noch einen Preis, wenn ich die besiege? Es geht auf. Es geht auf, ja. Ich weiß trotzdem nicht, was das bringt. Wie hoch ist das eigentlich? Ach, das geht noch höher.
Ich gucke mir das jetzt mal an. Kann ich nicht, ich kann es nur ziehen. Na, ziehen wir mal. Ich finde diese Technologie interessant. Au. Ja, na sag mal. Aber hier in dem Tempel ist alles intakt. Also alles funktioniert und es sieht so auch so aus, wie es sein sollte. Da merkt man wirklich, man hat einfach so einen Zeitsprung gemacht. Also wie als ob man in die Vergangenheit gereist ist. Ach, hier komme ich ja gar nicht weiter. Und darüber komme ich auch nicht, oder? Ach so, nee, doch, komme ich schon, aber das ist ja genau die Mission. Ah, dafür soll ich die wahrscheinlich holen. Ich wusste doch, irgendeinen Haken hat das hier. Aber einen haben wir schon mal. Den zweiten kann ich wahrscheinlich nicht drauf machen. Ja, das war mir schon klar. Dafür ist doch der Mechanismus anscheinend da, damit ich den von ganz unten, wo ich den hergeholt habe, wo ich den gesehen hatte, hier mit drauf packe und mit hochnehme. Da ist er ja. Ich wusste ja, irgendwo unten steht er, aber ich weiß, du wusstest nur nicht mehr ganz genau, wo er steht. Pack mal einfach mal mit drauf. Und hoch geht's. Also der Aufzugsmechanismus gefällt mir. Gut, jetzt haben wir den zweiten auch hier. Jetzt dürfte das eigentlich funktionieren. Juhu. Klasse. Wir kommen zumindest weiter. Also Wüstentempel habe ich schon wesentlich häufiger irgendwo Timeouts gehabt. Da stand ich einfach nur da. Eine Kiste. Eine Kiste und zwei Statuen, die sich das letzte Mal auch schon bewegt hatten. Und das ist nicht gerade positiv für mich. Ich gehe erstmal hoch. Ich will wissen, was in der Kiste ist. Aber was ist meine Mission? Das macht nichts. Ich habe auch die bestimmt, ich habe den einen oder anderen Legend of Zelda-Teil, der mir auch nicht gefällt. Wo ich bis heute da sitze und mich frage, wie man das spielen kann. Also soll es auch geben, ja? Die Spieler haben ja alle ihre eigene Ausrichtung. Nee, ich dachte, ich muss die irgendwie damit bewerfen. Aber das ist ja auch nicht der Sinn. Nö, bringt gar nichts. Was ist meine Mission in diesem Raum? Ich muss erstmal herausfinden, was mein Ziel hier ist. Okay, ich glaube, Krüge zerstören gehört nicht dazu. Aber rauskommen tue ich auch nicht mehr. Also brauche ich die Krüge schon mal nicht. Breath of the Wild 2, weiß ich nicht. Ich habe ja auch Breath of the Wild. Also in den Klammern 1, weil wenn der zweite draußen ist, muss ich ja dann 1 sagen. Aber mal sehen, wie sie es ergibt.
Die Typen besiegen. Okay, dann habe ich nur noch eine Idee. Wie wäre es mit... Ach, da war so ein Rubin dahinter. Das habe ich erst jetzt gesehen. Das ist ja tückisch. Okay, das muss man auch erstmal wissen. Hä? Jetzt war er's. Und weg hier. Er sprengt sich selber. Eine Kiste, oder? Tatsächlich. Aber nur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist jetzt keine. Vielleicht ist das nur Irritation. Wir werden sehen. Was haben wir denn jetzt? Ist das der Schlüssel? Jo, da kommen wir wenigstens weiter. Dann frage ich mich, wo das Zeug hier ist. Na, wir werden es sehen. Vielleicht kriege ich da irgendein Item, mit dem ich die nutzen kann. Da gucke ich mir jetzt erstmal um. Oh. Okay, Abstand nehmen, Corona-Abstand nehmen und von der Ferne besiegen. Was ist das? Jetzt ist er rot. Ah, da verschiebt sich das. Und ich habe schon eine Idee, wie ich hier durchkomme. Ich brauche im Prinzip nur noch meinen Bogen. Okay. Finde die Glocken cool. Das passende Item dazu, um die auszudongen, wer auch immer da 20 Rubinen hinterlassen hat. Sie werden jetzt sinnvoll verwendet. Na? Abschießen. Und jetzt verschiebt sich das wieder. Jetzt gehen wir hierher. Und zerstören das. Aber ich lerne mittlerweile gut, mit dem Bogen umzugehen. Wir haben schon Zeiten erlebt, da habe ich wesentlich schlechter geschossen. Wow. Jetzt muss ich noch besser stehen. Wir stehen jetzt genau auf die Mitte. Na, ein Stück hoch. So. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Halt. Habe ich da was vergessen? Moment. Ich habe was vergessen habe. Nochmal zurück. Oder habe ich das nicht so wahrgenommen? Da war eine Kiste. Ja, wusste ich es doch. Wollte schon sagen. Der Kompass. Okay, einen Kompass zu haben, ist schon mal gut fürs Gewissen. Da weiß ich zumindest, wo ich alles finde. Der Bus ist ganz unten. Und trotzdem gibt es 8 Etagen. Ach, da ist der Master Key. Wow, ich muss also nach ganz oben für den Master Key. Und ich bin jetzt erstmal auf Etage 5. Wobei ich glaube, die Räume sind noch nicht so groß. Das hat man ja im Wassertempel schon gehabt. Der war ja wesentlich größer als der Waldtempel. Aber durch die Struktur und durch die Größe der Räume war er im Prinzip im Endeffekt genauso groß. Na. Jetzt verfehlt das immer, was eben. So. Nee. Och, dreimal verschossen. Aber wir haben es hingekriegt. Das ist Stupi. Und wir kommen hoch. Da oben ist wieder eins. Es verschiebt sich. Es reicht schon, wenn ich das Elektro sehe. Kann ich den da reinschubsen?
Ja, der ist sofort wieder aufgestanden. Ich kann den Fangstoß nicht einsetzen. Und der andere ist auch gestorben. Ich wollte ihn eigentlich gegen den Zaun schmeißen und gucken, was passiert. Gehen wir erstmal weiter. Hoffentlich merke ich mir das alles. Wir sind ja auf 8 Etagen. Bei 3 Etagen kannst du den einen. Bei 3 Etagen kannst du es wenigstens merken. Aber bei 8. Na, wenn man einmal eine Zange hat, funktioniert's. Aber man muss ihn erstmal einmal eine Zange gehabt haben. Okay, die Kunst ist jetzt, das Teil zu treffen. Von meiner Position aus. Ich gehe mal weiter nach hinten. Funktioniert immer noch. Aber wer auf dieses System gekommen ist. Also die kommen echt auf Ideen, die Entwickler. Im Positiven. Und lasst mich dann so mal eine Minute sagen, für die, die dann auf YouTube zuschauen, wie gesagt, ich lade die dann auf YouTube dann hoch an die Cloud. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo dieser Stream erscheint, davor ein anderes Spiel gespielt, ein Zombie Survival Spiel. Und da habe ich kritisiert, dass die Ideenvielfalt und dass man kein, also dass man keine Idee dahinter hat, das ist nicht aufbaufähig bis auf irgendwas, dass es keinen Spaß macht. Dass da kein Konzept ist und man keinen Funken hat, dass es dann wirklich funktioniert und man richtig Bock drauf kriegt. Und das sieht man hier jedes Mal, die geben sich hier in jedem Tempel Mühe, den anders zu gestalten, anders auszuwählen, das Setting, die Gegner und die Ideen, wie man weiterkommt, ist in jedem Teil teilweise immer wieder neu kreiert. Und da muss ich sagen, nicht mal eine Idee konnte das andere Spiel liefern zu dem Zeitpunkt. Es kann auch sein, dass es dann ein paar Tage später von mir komplett anders ist, weil ich dann was anderes dazu sage. Moment, ich habe doch hier meinen. Funktioniert das? Nein, funktioniert nicht. Sind zu klein, die Gegner. Na, sag mal. Ja, natürlich. Wieder die Glocke. Und da ist noch eine Spinne. Sieht aus wie so eine Vogelspinne. Oh Gott, wenn ich mich jetzt da vertue, ich werde geschlagen, ja, von den Tierliebhabern. Ich kenne mich mit sowas echt nicht aus, aber ich habe oft von dem Begriff gehört, weil die haben irgendwie so haarige Beine hier. Ich dächte, ein Exemplar dieser Spinnen hat das auch. Ich komme nicht ran. Ja, es funktioniert. Aber hier ist nichts außer das Teil. Wobei, man sollte nie, nie sagen, dass es nicht gut ist, was man hat. Ich glaube, wir kommen auch damit weiter. Wow. Ich muss nur herausfinden, wo die Kiste ist. Ach, hier ist ja noch eine Spinne. Jetzt müssten es aber alle Gegner gewesen sein. Ah, da kommt die Kiste. Da kommt die Kiste. Sehr gut. Da freue ich mich. Wieder 50 Rubine. Ich habe die vorhin alle ausgegeben, weil ich kein Geld haben möchte. Jetzt kriege ich alles wieder zugeschüttet. Müll. Müll. I need this nicht. I need this nicht. Nicht. Wir machen es thüringisch. Nicht. Ah, jetzt haben wir so eine Waage. Und wenn ich das jetzt hoch mache, jetzt gleicht sich das aus. So, reicht für mich. Nee, warte mal, hier ist doch.
Also das ist noch weiter oben. Komme ich da überhaupt schon? Oh, man hat ja echt keine Sicht. Da oben ist noch eine Kiste. Aber ich glaube, das geht. Ist dann die Etage drauf. Ich habe Angst, die Karte zu kriegen. Weil ich jetzt schon durch die 8 Etagen weiß, dass es echt witzig wird. Na komm. Super. Aber hier, die 8 Teile. Oh, nö. Komm schon, fieser geht's doch echt nicht. Ich muss erstmal weiter. Einen. Den zweiten. Und jetzt der dritte. Komm. In den Kopf? Nein, in die Brust. Gut. Was ist denn das für eine Rolle? Au! Das ist scheiße scharf. Der müsste normalerweise hier gehalbiert werden, der Link. Einen kleinen Schlüssel, er öffnet die Türen, allerdings nur hier. Das heißt. Aber wo hier? Ach, hier geht's ja auch noch weiter. Aber zum Glück gibt's Herzen. Ein Herz für mich. So, den werde ich jetzt wahrscheinlich brauchen. Für hier. Da ist das. Da gehe ich jetzt hin. Stell mal hier drauf. So. Machst du fein, Link. Machst du fein. Also die Spinnen, irgendwie, die Gegner sind nicht schwer in diesem Tempel. Das ist nicht das Problem. Es gibt ja Tempel, da hast du wirklich extrem schwere oder nervige Gegner. Das Problem hierbei ist einfach erstens die Anzahl und zum Zweiten dieses ständige, wiederholte Besiegen von den gleichen Gegnern. Hier, 50 Dinge habe ich bestimmt schon getötet. Und da erscheint die Kiste. Also die Idee an sich mit dem Tempel, wie gesagt, mit der Zitadelle der Zeit, also so empfinde ich das zumindest, ist schön gemacht. Aber ich möchte erstmal wissen, wie sieht die Karte aus? Weil dann mache ich mir mein Urteil noch über die Karte. Dreimal und der andere auch. Eins, zwei, drei. Drei ist immer so die magische Zahl, die Legend of Zelda teilen. Dreimal den Boss besiegen oder dreimal schlagen und dann hast du es fertig und ja. Den Liebhabern ist das so oder so bekannt. Dem muss ich das nicht erklären. Und die anderen, ihr seht's ja. Gong, gong. Funktioniert nicht. Gut, wir gehen erstmal weiter. Wie gesagt, ich arbeite hier gerade eine Etage nach der anderen ab. Mehr ist das nicht. Oh Gott, es wird schwarz. Wie gesagt, schwarz habe ich gesagt. Entweder wird es schwarz-weiß irgendwo rausgehen. Oder weil ein Boss kommt. Ich habe Angst. Was auch immer du da machst, Link, das ist hochgradig gefährlich. Da steht doch nur eine Statue. Moment. Das speichere ich ab. Da steht doch ein Typ in der Mitte. Zeigen Sie mir auf die Statue. Ich dachte, was wollen die jetzt mit der Statue? Aber wegen der einer Statue machen die garantiert hier nicht so einen großen Raum. Das kommt von diesem Ding hier. Ist das ein Ritter? Was macht denn ein Ritter dieser Sorte hier? Oh Gott!
Gott, das war jetzt total daneben. Nein. Es funktioniert nur, wenn er dich angreift. Da muss man es abpassen. Ja. Der verliert Rüstungsteile. Moment, das kenne ich auch aus Ocarina of Time. Aus den Wüstentempel, als Erwachsener logischerweise. Da gibt es diese Statuen. Diese Ritter in Rüstung, die dann stückweise ihre Rüstung verlieren, wenn man gegen sie kämpft. Oh, Rundumhieb, ja. Was hat der für ein Schwert? Oh, der den Move zu weit raus, den Link. Okay, ich wollte gerade meine schöne Kette einsetzen. Was ist das für ein Ritter? Garantiert kein Wächter von dem Lichttempel. Weil dafür hat er wesentlich zu dunkle Sachen an. Ist irgendein Bösewicht hier. Oh, war er das? Nein, jetzt geht's erst los. Der hat immer noch so schwere Stiefel an. Der ist zwar an sich jetzt gelenkiger, aber mehr halt auch nicht. Ich versuche den mal mit feinem Bogen abzuschießen. Nee, das wäre da ab. Okay. Ja. Oh Gott. War er das jetzt? Sieht so aus. Er war es. Und wir sind auch ganz oben. Entweder ist jetzt hier der Master Key oder das besondere Item, was ich bekommen sollte. Wobei erfahrungsgemäß bekommt man nach einem Zwischenboss den Kopierstab. Lege ihn auf Y oder X und schwinge ihn mit dem Joystick, um Statuen Leben einzuhauchen. Die Statuen kopieren jede deiner Bewegungen. Gleich mal ausrüsten. Okay, das klingt interessant. Aber ich habe halt immer noch keine Karte. Ich habe nur einen groben Überblick über das, was in dem Tempel abgeht. Aber Hilfe! Aus welcher Etage komme ich überhaupt? Ach, aus der 5? Ich glaube, der Eingang ist irgendwie in der 5 oder so. Könnte ich schwören. Oder in der 3. Ach, egal, interessiert jetzt nicht. Mal gucken. Okay, mal gucken, wofür mit denen jetzt. Ich komme gar nicht raus. Ah. Statuen. Das ist doch eine Statue. Das funktioniert.
Interessant. Die gehen wirklich jeder Bewegung nach. Und wenn ich das jetzt mache, zurück. Okay, das war's. So. Neu. Ach, das ist gewollt. Und was passiert dann? Er ist weg. Warum hilft es mir jetzt weiter? Insofern. Okay, das leuchtet mir noch nicht ganz ein, aber das kriegen wir bestimmt noch raus. Ein bisschen Zeit haben wir heute noch. Ach, und jetzt erscheint der hier. Aber wofür brauche ich den jetzt hier? Okay, mal überlegen. Wir haben. Geht das eigentlich auch zu den Kleinen? Putzig. Wie soll ich hier rauskommen? Nee, das funktioniert nicht. Also kämpfen können sie anscheinend nicht, wenn ich sie nutze. Kann ich durch das Tor durcharbeiten? Nein, das funktioniert so zumindest nicht. Kann ich irgendwas drüber werfen? Ja. Und der kann dann hier draufgestellt werden. Ah, dann geht nur das da drüben runter. Wie habe ich das andere runtergekriegt? Moment, kann ich die Typen reaktivieren? Nee. Das hat jetzt hilft mir das auch nicht groß. Ich habe ja noch einen zweiten. Aber da müsste ich auch wissen, wofür ich den brauche. Also ich will jetzt nicht den zweiten auch noch rüberwerfen, wenn es mir nichts bringt. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich komme aber auch nicht rüber. Ich kann mich nicht rüberziehen. Oder? Dem scheint nicht so. Okay, manchmal, es gibt so Momente in diesen Spielen, da stehe ich echt auf dem Schlauch. Ich gehe nochmal hier zurück zum Bossraum. Ich wusste jetzt nicht, was ich hier machen sollte mit der Statue. Hat mich dann doch ein bisschen irritiert. Ich gehe nochmal zurück.
Na gut, ich versuche das Rätsel noch zu lösen. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann werdet ihr es gleich sehen und erfahren. Denn die Statue ist neu gespawnt. Das zum einen. Nein, wir machen es anders. Wir speichern hier ab. Ich lasse mich noch von Dante nach draußen teleportieren. Ich nutze sie zum ersten Mal. Rausgehen. Darf ich vorstellen, das hier ist Dantes Liebling. Wenn du von draußen wieder hier rein willst, frage ihn einfach mal, mein Liebling. Er wirbt dich zurück. Wenn du mich am Eingang treffen willst, solltest du direkt dorthin gehen, anstatt zu proben. Also gut. Dann gute Reise euch beiden. Das ist gut. Dann können wir nächstes Mal genau da weitermachen, wo wir jetzt aufhören. Noch nicht abschalten. Noch eine wichtige Nachricht an euch. Wir sind jetzt hier am Heiligen Hain. Ich speichere jetzt hier bewusst ab. Es geht um die nächsten Wochen. Ich habe erstmal offiziell angekündigt, dass das Projekt Fallen Region, ich habe die Entscheidung heute getroffen, ich werde es nicht fortführen. Zum Zweiten das Projekt The Witcher 3 und The Legend of Zelda Twilight Princess wird weitergeführt. Es ist aber jetzt ein dritter Platz wieder frei. Also ein Spiel, was jetzt nicht in die Singleplayer Open World geht, wie The Witcher, oder diesen Rätselcharakter hat mit dem Adventure, wie das The Legend of Zelda. Nehme ich auch gerne wieder ein Multiplayer-Spiel mit ins Angebot. Das habe ich jetzt einigen schon angeboten. Leider habe ich noch keine Antwort bekommen. Mal sehen, wie das in den nächsten Tagen wird. Ich werde die nächsten Wochen aber erstmal nicht streamen. Nächste Woche auf jeden Fall gar nicht. Übernächstes Wochenende ist eher wahrscheinlich, aber nicht unbedingt entscheidend jetzt in dem Sinn, dass ich jetzt sage, dass es garantiert kommt. Aber ich denke, in 2 Wochen, 3 Wochen geht es auf jeden Fall wieder. Wir haben privat was zu tun und ich bin auch anderen Verpflichtungen jetzt, sollte ich jetzt näher gehen. Ich habe die letzten Wochen mich sehr auf dieses Streaming fokussiert und ich würde mir einfach die nächsten Wochen nochmal frei nehmen und dann mit euch gemeinsam ins neue Jahr starten und über die Weihnachtstage dann bis hin Silvester und den schönen Winter mit euch verbringen. Wir haben einiges vor und ich freue mich. Und auch die Spezials, die angekündigt sind mit Freunden und so weiter. Wie gesagt, es ist ein neuer Projektplatz offen, wenn ihr den sehen wollt. Wenn ihr Ideen habt, kommt auf unseren Discord, gebt einfach Ausrufezeichen Discord in den Live-Chat ein. Könnt ihr auch im Nachhinein machen, wenn ich offline bin, funktioniert dann auch. Dann könnt ihr das in den Chat schreiben, ihr bekommt eine Nachricht zugesendet und könnt auf unseren Discord kommen. Deswegen bedanke ich mich bei euch, bedanke mich an den Livestream, an den Chat, an alle Zuschauer und an alle, die mir folgen und mich unterstützen. Ich freue mich, dass ihr mich auf dem Weg begleitet und wünsche euch dabei eine gute Nacht. Und damit sehen wir uns zum nächsten Mal. Auf jeden Fall wieder mit einem Stream. Bis dahin, euer Hans Bolleins.